So, es scheint mir, dass wir quasi mit der beginnten Wiederholung die Talsohle der Beteiligung durchschritten haben. Das ist ganz schön, dass Sie alle da sind. Und Sie sehen hier am Programm, dass wir heute den vorletzten inhaltlichen Punkt bearbeiten werden, das Thema Heterogenität. Die Sitzung heute ist dreigeteilt. Wie immer gibt es einen kurzen Rückblick. Dann, hatte ich Ihnen ja schon versprochen, wird heute meine Kollegin Iris Morgenstern einen kleinen Ausflug mit Ihnen in die empirische Forschung wagen. Ja, das wird wieder sehr spannend werden und ist natürlich auch die Vorlesung von Belang, weil wir uns ja mit empirischen Forschungsmethoden auch beschäftigen. Das heißt, Sie dürfen sich wieder praktisch ausprobieren und kriegen dadurch auch einen besseren Einblick. Dann werde ich einsteigen mit dem Thema Heterogenität. Ja, das wird recht kurz gehalten sein, nur im Überblick. Sie haben ja auch hier weiterführende Veranstaltungen, also verstehen Sie das quasi als inhaltlichen Türöffner. Und dann starten wir mit dem ersten Teil der Wiederholung und da nehmen wir uns quasi den ersten Abschnitt der Vorlesung vor. So, dann würde ich sagen, ich starte mit meinen Fragen, die ich Ihnen immer stelle. Was haben Sie beim letzten Mal über Pädagogik gelernt und welche Bedeutung hat das für Ihr künftiges Handeln als Pädagogin oder als Lehrperson? Und damit es mit der Erinnerung besser klappt, wieder Fragen für Sie und Sie können ja einfach sich melden und sagen, wenn Ihnen was einfällt. Also, das letzte Mal war das Thema Beratung und ich würde gerne wissen von Ihnen, was unterscheidet Beratung von Unterricht? Welche Funktion hat Beratung? Es sind drei. Das ist mir jetzt gerade noch zu laut hier. Danke. Darum werden die Merkmale von professioneller Beratung in schulischen Beratungsfeldern häufig verletzt. Ja, wir hatten über allgemeine Merkmale gesprochen. Es gibt fünf Merkmale. Wenn Sie drei nennen können, bin ich schon glücklich. Welche schulischen Beratungsfelder kennen Sie? Wie läuft ein Beratungsprozess ab? Welche, wenigstens drei, diagnostischen Instrumente kennen Sie? Und welche Barrieren müssen bei Innovationsprozessen überwunden werden? Ja? Innovation war das zweite Thema vom letzten Treffen. Okay, hat jemand spontan Antworten? Ihre Kommilitonin hat gesagt, Beratung unterscheidet sich dahingehend von Unterricht, dass es in der Beratung keine Hierarchie gibt, ja, die wir im Unterricht ja vorfinden zwischen Lehrpersonen und Lernenden. Quasi arbeitet man in der Beratung eher auf Augenhöhe. Was fällt Ihnen noch ein? Was ist noch hängen geblieben? Ja. Der Ratsuchende findet die Lösung selbst, ja, also Sie als Beratungsperson helfen dabei, die Lösung zu finden, aber Sie geben die Lösung nicht vor. Okay, wichtiger Unterschied. Fällt Ihnen noch was ein? Noch jemand antworten? Ja. Richtig, genau. Beratung ist freiwillig, besteht aus mindestens zwei Personen. Mhm. Mhm. Genau. Unterricht hat ein vorgegebenes Ziel, meistens legitimiert durch Lehrpläne, ja, oder andere Vereinbarungen. Und in der Beratung hat das Ziel natürlich seinen Fokus aus der Sicht des Ratsuchenden und wird möglicherweise in der Beratung auch neu ausgehandelt. Genau. Ja, das klappt ja schon ganz gut mit der Frage. Okay. Haben Sie noch Antworten auf andere? Oder können Sie mir spontan diagnostische Instrumente sagen, die man in der Beratung nutzt? Hm?
nichts mehr da. Da. Ja, okay, schulische Beratungsfelder, Prüfungsberatung. Ja. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir da so eine Matrix mit 4 Feldern. Gleich. Dokumentenanalyse? Genau. Ja? Genau. Also im Gespräch selbst, in der Beratung selbst, nutzen Sie auch diagnostische Instrumente. Ja, das ist wichtig. Also Gespräch ist ja ein diagnostisches Instrument. Und wenn Sie Vorgeschichte klären, handelt es sich hier um die Anamnese. Genau. So, ich zeige Ihnen nochmal so die wichtigsten Schlagworte, ja, auf den Folien. Also hier finden Sie nochmal eine Definition von Beratung. Habe ich ja das letzte Mal schon ausführlich vorgestellt. Das sind nochmal die Aspekte drin, die Sie eben auch genannt haben. Es ist freiwillig, ja, es ist eine soziale Interaktion zwischen mindestens 2 Personen. Ja, und es geht darum, dass ich mein Problem quasi aus mir selbst heraus löse. Und das geschieht eben dadurch, dass ich erstmal mein Problem analysiere, Informationen dazu gewinne oder Informationen auch neu bewerte. Okay, das waren die Unterschiede, die haben Sie alle gesagt, brauche nichts mehr zu sagen. Die Funktion von Beratung, ja. Wir befinden uns hier in einem Spannungsfeld zwischen Steuerung, Unterstützung und Information. Die Gefahr besteht, dass quasi dieses Spannungsfeld sich etwas ausdehnt, dass die Information dann zur Belehrung wird und die Steuerung zur Manipulation, ja, und die Unterstützung führt in die Abhängigkeit. Ja. Also das heißt, Sie als Beratungsperson müssen den Punkt finden, ja, an dem es möglicherweise auch eben in eine nicht gewünschte Richtung geht. Das heißt, Sie müssen dieses Gleichgewicht auch herstellen. So, das waren die Merkmale von professioneller Beratung. Ja, das sind sozusagen die, wie sagt man, Sprechblasen, ja, im weitesten Sinne, die ohne die Umrandung auskommen, also Professionalität, Vertrauensverhältnis, Verantwortungsstruktur, Unabhängigkeit und Freiwilligkeit, und die werden im Kontext von Schule häufig verletzt. Das waren die Beratungsfelder. Ja, eins haben wir gehört. Denken Sie bei Beratungsfeldern im Schulkontext immer an Personen, die Sie alle in der Schule irgendwie finden. Ja, das sind ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, das sind eben natürlich die Lehrpersonen selbst, dann Eltern und auch die Schulleitung in ihrer Funktion. So, das haben Sie gesagt, kann ich gleich drüber gehen. Und das letzte waren die Barrieren. Und an der Stelle wäre es einfach wichtig, dass Sie im Kopf haben, wir haben so 3 große Punkte, ja, die verhindern, dass Innovationen an die Schule gelangen bzw. sich an Schulen überhaupt ausbreiten können. Das ist einmal sowas wie Bequemlichkeit, ja, geknüpft sozusagen auch an das, muss ich das jetzt machen, ja, oder darf ich das überhaupt? Ja? Also sozusagen so ein Nicht-Handeln dürfen, ja? Dann ist es das Wollen, ja? Und dann ist es natürlich die Fähigkeit dazu, die auf Wissen basiert. Ja, also wenn ich natürlich nicht weiß, wie ich bestimmte Schulentwicklungsprozesse in Gang setze, dann wird es auch schwierig, eine Innovation in Gang zu bringen. So, Fragen zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben. So, bitte wieder zur Ruhe kommen. Sehr schön. Okay, so, Heterogenität gilt als eine der zentralen Herausforderungen für die Pädagogik. Es gibt noch andere Themen, ja, eins davon werden wir nächste Woche noch besprechen, das Thema Geschlecht. Ja. Es gibt noch andere wie digitale Medien zum Beispiel, Migration, ja, das sind alles Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, egal ob Sie als Pädagogen oder Pädagogen in der Schule tätig sind oder in anderen pädagogischen Kontexten, das spielt keine Rolle. Immer wenn wir es mit Menschen zu tun haben, müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir keine homogenen Gruppen haben.
was wir vorfinden und vor welchem Hintergrund wir Heterogenität betrachten müssen, ist der gesellschaftliche und kulturelle Wandel. Ja? Das ist ja im Prinzip schon fast so eine Worthülse, die sehr oft bedient wird. Und was stellt man sich denn darunter vor? Ja? Oder welche Konsequenzen hat denn dieser viel besprochene gesellschaftliche und kulturelle Wandel? Hat es mal die Konsequenz der Transformation? Das heißt, Gesellschaft verändert sich, bestimmte Bereiche werden komplett neu definiert. Das führt zu Konflikten, zu Krisen oder eben auch zur Desorientierung. Und man sagt, dass die traditionellen Sozialisationsagenten, Institutionen, ja, also sowas wie Schule, aber auch Kirche, Verbände, ihre Wirkkraft verloren haben. Das heißt, Menschen, die heute aufwachsen, aber eben auch Menschen, die erwachsen sind, brauchen neue Orientierungspunkte. Was mit dem Wandel auch verbunden ist, ist ein Pluralismus, ja, den wir in verschiedenen Stilformen oder auch Lebensentwürfen sehen. Ja, es wird von grenzenloser Permissivität geredet. Was ist das? Ja, das ist sowas wie ein niemals endender Toleranzbereich. Ja, man könnte es sagen, ein laissez-faire, anything goes. Alles ist möglich. Ja? Alles ist quasi zugelassen. Und das professionelle Handeln vor diesem Hintergrund, ja, wo wir sozusagen uns mit Entgrenzung auseinandersetzen und mit Destabilisierung, braucht eben in erster Linie ein Erklärungswissen. Das heißt, ich muss wissen, wie entstehen denn bestimmte Veränderungsprozesse bzw. deren Auswirkungen. Also wie kommt es meinetwegen zu Aggressivität oder Gewalt, ja, die man in dem Maße vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht vorgefunden hat. Ich brauche ein Orientierungswissen, das heißt, ich brauche ein Bewusstsein dafür, wie ich bestimmte Entscheidungen treffe im Zuge der Planung von Lehr- und Lernprozessen. Und ich brauche ein Handlungswissen, ich muss wissen, wie man ganz praktische Probleme bewältigt. Und was in der Literatur besonders herausgestrichen wird, ist die sogenannte Reflexions- und Urteilskompetenz. Ich bin also als pädagogisch-professionelle Person immer aufgerufen, Situationen permanent zu reflektieren und kritisch zu beurteilen. Das heißt, ich muss eine gewisse Distanz zu dem, was ich vorfinde, einnehmen. Ja, ich darf mich nicht von Stereotypen oder von Rezepten leiten lassen, sondern ich muss eine kritische Distanz einnehmen. Und das gelingt umso mehr, je besser ich auch durch entsprechend fundiertes Wissen aufgestellt bin. Ja? Deshalb ist eben der Lehrberuf, um mal einen pädagogischen Beruf zu nehmen, kein Ausbildungsberuf, ja, im klassischen Sinne, in dem ich ein Handwerk lerne, ja, sondern es ist eine wissenschaftliche Ausbildung, die mir eben hilft, auch diese kritische Distanz einzunehmen. So, wenn wir über Heterogenität sprechen, dann müssen wir erstmal klären, was ist denn überhaupt Heterogenität, beziehungsweise was steckt in diesem Wort, was heißt heterogen? Ja, ist jetzt nicht so schwer, es bedeutet von verschiedener Abstammung, Art oder Gattung, ja, und dieses Wort wird häufig synonym gebraucht mit Verschiedenheit, Vielfalt und Differenz. Wenn synonym gebraucht wird, heißt das auch manchmal, es gibt Personen, die machen da nochmal Unterschiede, da müssen sie immer ganz genau hingucken, was denn jeweils gemeint ist. Bezeichnet wird als heterogen immer eine Gruppe, ja, also es kann eine Schulklasse sein, das können aber auch Schülerinnen und Schüler einer Schule sein oder eines Jugendclubs, ja, oder Kindergartenkinder, alles, was Sie sich vorstellen können, in Gruppen. So, wie beschreibt man jetzt denn Heterogenität, diese Verschiedenheit? Ja? Ich könnte sagen, ich versuche in einer Gesamtgruppe Menschen zu differenzieren, zum Beispiel nach ihrer Intelligenz. Ja? Ich könnte aber auch sagen, ich differenziere sie nach ihrer sozialen Herkunft. Ja? Also, wie wachsen Sie auf? In welchen Familienstrukturen? Gibt es Migrationshintergrund in der Familie? Sind Sie religiös eingebunden? Etc. Ich könnte differenzieren nach Geschlecht, nach Alter oder ob Behinderungen vorhanden sind. Ja? So. Das ist eine Liste, die niemals enden wird. Deshalb habe ich Ihnen noch eine differenziertere mitgebracht. Ja? In all dem, was ich eben gesagt habe, ja, stecken nämlich noch mal viele andere Einzelaspekte drin. Ja, nach denen ich weiter differenzieren kann. Deshalb gibt es jetzt so eine Liste, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Ja, also ich gucke nicht nur nach der sozialen Herkunft, sondern ich gucke nach kultureller, nationaler Identität, nach Erziehungsstilen der Eltern, nach Kenntnissen und Vorerfahrungen, nach allgemeinen Fähigkeiten, nach Persönlichkeitsmerkmalen und so weiter und so fort.
Also es lassen sich solche Listen produzieren. Sehen Sie da irgendwie ein Problem mit solchen Listen? Ja? Genau, also Ihre Kommilitonin sagt, es gibt immer sozusagen Gruppen, die ich automatisch ausschließe, weil die Liste eben nicht vollständig ist, ja? Genau. Was Sie sagen, ist sozusagen auch schon der pädagogische Auftrag, der nämlich angeknüpft ist an Differenzierung. Ne? Wenn ich versuche, Differenzen auszumachen, dann tue ich das ja aus einem bestimmten Grund. Ne? Und die Kunst ist eben jetzt nicht, in Stereotypen Schubladen zu denken und damit ein Werturteil zu verbinden, ne? Sondern das zur Kenntnis zu nehmen. Du bist nicht so gut in Mathematik. Habe ich jetzt an deiner deutschen Mathematik-Mode abgelesen. Ne? Punkt. So, ja. Jetzt ist aber die Frage, in welcher Situation ist es jetzt wichtig zu wissen, ob jemand gut oder schlecht ist in Mathematik? Das spielt in einem bestimmten Kontext eine Rolle, in allen anderen ja nicht mehr. Ne? Also die Frage ist immer, welche Merkmale ziehe ich zur Differenzierung ran? Ja? Also welchem Ziel dient das? Ne? Und es macht ja keinen Sinn, irgendwie die Menschen in immer kleinere Schubladen einzusortieren. Ja? Also warum sollte ich das tun? Ja? Es macht aber eben dann Sinn, wenn wir Benachteiligungen aufklären wollen. Ja? Und ich zeige Ihnen das gleich auch noch an Beispiel von Studien, wo deutlich wird, dass wir eben genauer hingucken müssen, aber wir gucken auf ein Merkmal. Ja? Ich zeige Ihnen diese Liste auch, damit Sie mal kritisch nachfragen können. Mir ist es oft passiert, wenn ich mit Schulen zu tun habe, dass dann gesagt wird, oh, wir haben eine ganz heterogene Schülerschaft. Ich weiß nicht, was die Person meint, ja, mit heterogen, weiß ich nicht. Ne? Also muss ich fragen, meinen Sie Leistung, meinen Sie Herkunft, meinen Sie Einstellung, was meinen Sie denn genau damit? Ja? Was implizit mitgeteilt wird, ist, es ist schwierig. Ja? Ich weiß aber gar nicht, was sozusagen die Referenzgröße ist der Person. Ja? Das kenne ich nicht. Ne? Und deshalb muss man da einfach mal genauer fragen, ja, was meinst du denn eigentlich? Ne? Und das sind so Merkmale, die könnte man sich angucken. Ja? Aber eben nicht sozusagen um des Anguckens wegen, sondern weil ich einen bestimmten Zweck damit verfolge. Also, Heterogenität ist im Prinzip der Ausdruck für Differenzen und Gleichartigkeiten. Ja? Also, Mitglieder einer Gruppe lassen sich eben nach bestimmten Merkmalen beschreiben. Ja? Und Sie haben es eben schon gesagt, ja, so ganz unumstritten ist es wahrscheinlich nicht, weil wir natürlich die Referenz wiederum hinter einem bestimmten Merkmal auch selber festlegen. Ja, das ist ja nicht irgendwie naturgegeben, ja, dass ich die und die Ausprägung in einem bestimmten Merkmal haben muss, um quasi als normal zu gelten. Was ist denn überhaupt normal? Ja? Das ist ja eine konstruierte Wirklichkeit und etwas, was vielleicht in unserem Land sich so darstellt, im anderen Land, im Nachbarland, schon wieder ganz anders. Ja? Also das ist auch wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Also Heterogenität ist kein Faktum, ist kein Naturgesetz, ja? Sondern eine Bezeichnung von außen. Und ist immer davon abhängig, welche Normalitätsvorstellung eine Person hat. Ja? Und das kann in einer Schule, ja, wenn wir dieses Beispiel nehmen, völlig unterschiedlich sein. Es kann auch bei Ihnen, wenn Sie in der Wohngemeinschaft wohnen, eine ganze Bandbreite an Normalitätsvorstellungen geben. Das ist doch nicht normal, sagt der eine. Und wieso? Finde ich schon, sagt die andere. Ja? Also es ist immer konstruiert. Deshalb meine Aufforderung, fragen Sie immer genauer nach. Ja? Man kann Heterogenität auch definieren, um mal mit dem Wörterbuch der Pädagogik zu arbeiten.
als soziale, kulturelle und individuelle Unterschiedlichkeit. Ja? Und vielleicht hat man damit viele mögliche Bereiche erfasst, aber das Gegenstück ist immer Homogenität. Ja? Also sozusagen eine äußere Norm, die sie vorfinden, ja? Auf die sie eben diese Merkmale beziehen. Und da steckt eben immer die Gefahr drin, dass wir am Ende doch stigmatisieren. Individualisierung ist quasi die Antwort auf Heterogenität. Das heißt, ich gucke auf den Menschen so, wie er ist, ohne ihn eben in eine Schublade zu stecken, ja? Als ganzen Menschen, ja? Sondern zu sagen, das ist ein Video, das ist nicht so gut in Mathe, dafür super in Deutsch, ja? Ist bei schriftlichen Aufgaben nicht so gut, ja? Aber im sozialen Miteinander ganz große Klasse. Ja? Das heißt, jeder Mensch ist individuell und deshalb ist die Individualisierung in pädagogischen Settings quasi die Antwort auf die Heterogenität. Das heißt, wenn wir pädagogisch arbeiten, müssen wir natürlich nicht nur Leistung berücksichtigen, sondern eben auch immer individuelle Interessen und Bedürfnisse. Ja, das ist vielleicht so ein Kompromiss, den man so im Kopf haben kann, Interessen und Bedürfnisse. Diesmal fange ich mal nicht mit der Schule an, ja, damit es nicht noch Beschwerden gibt. Ich würde immer nur über Schule reden. Ich fange mal an, und das Thema Heterogenität nochmal praktisch darzustellen, mit der Sinus-Milieu-Studie. Hat da jemand schon mal von gehört, von der Sinus-Milieu-Studie? Okay, das ist, dieser Name kommt zustande, weil es ein Sinus-Institut gibt, das ist ein soziologisches Institut und die forschen die deutsche Gesellschaft schon seit langer Zeit. Und in Anknüpfung daran gibt es auch eine Studie, die Jugendliche in den Blick nimmt oder mehrere Studien, die werden alle paar Jahre wiederholt. Und die untersuchen die Lebenswelten von Jugendlichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sie dann in den Studien zugrunde legen. Es könnte sowas sein wie Medien, Gesellschaft, Politik etc. Ja? Im Ergebnis dieser Studien sehen sie, dass es eben nicht den oder die Jugendliche gibt. Ja? Dass eben die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen, egal in welchem Kontext, immer an Heterogenität gebunden ist. Die Studie zeigt, dass es 7 Milieus gibt, beziehungsweise Lebenswelten. Ja, dazu wurde eine repräsentative Befragung durchgeführt. Und ich zeige Ihnen auch gleich, wie das aussieht. Die unterscheiden sich vor allen Dingen in ihren Bildungsaspirationen, also welchen Schul- und Berufsabschluss streben sie an, und in ihren Werten. Und das sieht dann so aus. Ja, sie haben quasi eine X-Achse mit den Werten von links traditionell bis rechts postmodern. Und sie haben eine Bildungsaspiration von ganz niedrig bis ganz hoch. Und hier sehen Sie jetzt 7 verschiedene Milieus an Jugendlichen, die Sie in Deutschland derzeit vorfinden. Und ich zeige Ihnen auch noch gleich, was in diesen einzelnen Milieus drinsteckt. Das sieht man nämlich hier, gucken Sie mir auf die 1, das sind die konservativ-bürgerlichen, die sind durch ein mittleres bis hohes Bildungsniveau gekennzeichnet, eine eher traditionelle Grundorientierung. Ja, und wir gehen mal nach ganz rechts, die Nummer 3, das sind die Expeditiven. Das sind eher so, wie ist es schon schön beschrieben, erfolgs- und lifestyle-orientierte Networker auf der Suche nach neuen Grenzen, unkonventionellen Erfahrungen. Ja, sie sind von ihrer Werteaufstellung eher so im postmodernen Bereich zu verorten. Ja. Und wenn Sie sich diese Sinus-Milieu-Studie angucken, die ist auch im Netz frei verfügbar, dann sehen Sie auch, wie sich eben diese Zuordnung in eine bestimmte Lebenswelt oder ein Milieu auch ausdrückt. Ja? In den Einstellungen, in der Kleidung, in der Art zu wohnen. Ja? Das sind so viele verschiedene Aspekte, die dann Ausdruck sind. Und aus diesen Lebenswelten resultieren, das kann man sich ja vorstellen, unterschiedliche Interessen. Was wollen Jugendliche tun? Wie wollen sie leben? Wofür engagieren sie sich? Und dann mit natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und darauf muss man in der Jugendarbeit natürlich reagieren, weil die sind ja nicht alle gleich. Ja? Anderes Beispiel, auch aus dem Jugendbereich, ist die Schell-Jugendstudie. Von der haben Sie möglicherweise schon gehört. Die wird ja auch alle paar Jahre wieder neu aufgelegt. Sie sehen hier, es ist schon die 18. Schell-Jugendstudie, die jetzt gerade Ende des letzten Jahres erschienen ist. Und auch hier wird deutlich, Jugendliche haben zwar viele gemeinsame Werte, ja, also es ist ihnen wichtig, Leistung zu zeigen, sie wollen stabile soziale Beziehungen, sie interessieren sich und engagieren sich für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Aber
sie haben eben ganz unterschiedliche Interessen, ja, innerhalb dieses Spektrums und setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn Sie zum Beispiel nur auf die politische Einstellung gucken, haben Sie wieder eine ganze Spannbreite von Einstellungen. Die sogenannten Kosmopoliten und die Weltoffenen, ja, auf der einen Seite. Sie haben in der Mitte die sagen, ich bin weder noch. Und Sie haben auch in wachsender Zahl, so hat es die Studie gezeigt, die sogenannten Nationalpopulisten. Ja. Also es ist eine Einstellung, eine nationalistische Einstellung, die in Deutschland unter Jugendlichen stark zugenommen hat. Ja. Das alleine ist natürlich schon mal eine Herausforderung, auch für Jugendarbeit, ja, und die dort beschäftigten Personen. Es sagt aber auch, ich habe nicht die Jugendlichen. Ja. Ich habe wirklich eine ganze Bandbreite an Einstellungen. Dann muss man wissen, dass natürlich solche Dinge wie politisches Interesse ganz stark zusammenhängen mit Bildungsaspirationen. Also die, die höhere Schulabschlüsse erwerben, haben ein stärkeres politisches Interesse bekundet. Und interessant wird es auch, wenn man jetzt sich noch anguckt, wie zum Beispiel das Vertrauen in Medien sich darstellt. Ja? Die Jugendlichen, die stark politisch interessiert sind, die vertrauen eher klassischen Medien. Also klassisch Print und öffentlicher Rundfunk, und sie suchen ihre Informationen eben nicht vorrangig in Social Media Kanälen. Das ist bei Jugendlichen, die nicht so stark politisch interessiert ist, anders. Das heißt, pädagogisch bedeutet das für mich, ich muss die unterschiedlich ansprechen. Ja? Wenn ich mit denen ins Gespräch kommen will, wenn ich politische Bildung betreiben will, muss ich die an unterschiedlichen Punkten abholen. Ja? Das heißt, in der Jugendarbeit, in der politischen Jugendbildung zum Beispiel, bin ich mit der Herausforderung konfrontiert, hier auch eine heterogene Jugend tatsächlich auch abholen zu müssen. Ja. Jugendarbeit, ja, ist ja ein Angebot, was im Sozialgesetzbuch 8 festgeschrieben ist, und das betrifft eben sozusagen alle Kinder und Jugendlichen, ja, die sozusagen außerhalb von Familie, Kindergarten, Schule und Beruf mit ihrer Freizeit auch was anfangen wollen. Ja, das heißt, hier gibt es ein breites pädagogisches Betätigungsfeld. Jugendarbeit ist Pflichtaufgabe der Kommunen, das heißt, es muss sowas geben. Und was will man mit Jugendarbeit? Auch das ist im Gesetz festgeschrieben. Ich möchte natürlich, dass junge Menschen an der Gesellschaft teilhaben, ja, dass sie partizipieren. Und das gelingt eben nur, wenn ich da auch mit einer gewissen Offenheit, ja, für die Verschiedenheit von Interessen, das, was ich eben gesagt habe, auch daran gehe. Sonst werde ich natürlich da auch niemanden erreichen können. Ja. In der Jugendarbeit haben wir im Gegensatz zur Schule oder auch zur Verbandsarbeit einen Vorteil. Es gibt nämlich keine Leistungskonkurrenz. Ja. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Und wenn es offene Jugendarbeit ist, ja, ist es auch nicht geprägt an spezifische Überzeugungen. Das heißt, ich habe eben hier auch die Chance, Jugendlichen mal zu helfen, aus ihrer sozialen Käseglocke rauszukommen, weil das ist nämlich ein Problem, was wir häufig haben, wenn ich mich nur immer in meinem Schulkontext bewege, auch mal in andere soziale Gemeinschaften zu kommen und dort auch Heterogenität kennenzulernen. Das heißt, Heterogenität ist aus pädagogischer Perspektive nicht nur ein Auftrag, wie ich damit umgehe, sondern es ist auch der Auftrag, das kennenzulernen. Ja? Wir selbst bewegen uns ja auch in heterogenen Gruppen, und das zuzulassen und dafür offen zu sein. So, wenn wir uns im Kontext von Schule Unterschiedlichkeit in den Ergebnissen angucken, wie das bei PISA ja gemacht wird, ja, wir stellen fest, so und so viel Prozent der Jugendlichen können nicht richtig lesen, ja, dann müssen wir quasi die Ursache auf den Grund gehen, ja, um Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Das heißt, wir müssen erstmal feststellen, liegt hier quasi eine Heterogenität in den Leistungen vor? Ja, das tut sie. Ja, und wie ist sie zu erklären? Woher kommt es? So, man kann jetzt die Heterogenität erforschen, einmal mit quantitativen, einmal mit qualitativen Studien. Und ich fange mal mit den ersten an und ich gebe Ihnen wirklich nur einen ganz kurzen Einblick. Das können Sie sich alles gut erschließen, weil die Materialien von PISA sind jetzt gerade ganz aktuell veröffentlicht. Ich habe sie aber auch in Moodle eingestellt. Was wir finden in der Zusammenschau von auch anderen Leistungsstudien ist, dass sich Leistungshomogenität, wenn es sie denn gibt, wenn dann tatsächlich nur in einzelnen Schulen zeigt, also in der Einzelschule, aber nicht über alle Schulen hinweg. Wir haben zwischen den Schulformen
jetzt nach den neuesten Erhebungen differenzieren wir nur noch sozusagen in gymnasiale Schulform und nicht gymnasiale Schulform. Da haben wir eine große Streuung, das zeige ich Ihnen gleich, und zwar hier am Beispiel der Mathematik. Wenn Sie auf den ganz linken Balken gucken, ja, da haben Sie alle Schülerinnen und Schüler der nicht-gymnasialen Schularten. Und was Sie hier abgetragen sehen auf der Y-Achse, sind die sogenannten Kompetenzstufen, die man durch das Zeigen einer bestimmten Leistung im Fach Mathematik zeigen kann. In der Mitte dieser Säule befindet sich so ein grauer Balken. Das ist der Mittelwert. Ja? So, und wenn Sie jetzt sehen, von dem Mittelwert gehen aber jeweils immer noch drei Felder nach oben, nach unten, sehen Sie, wie stark die Streuung der Leistung ist in der Mathematik, gemessen an Schülern einer Altersgruppe. Die sind alle 15 Jahre alt. Ja? Und das sind sozusagen mehr als zwei Kompetenzstufen, die vom Mittelwert aus, ja, dort auch übersprungen werden. Das heißt, Sie haben in einer Altersgruppe Schülerinnen und Schüler, die können faktisch überhaupt nicht rechnen. Ja? Und Sie haben Schülerinnen und Schüler, die liegen weit über dem Durchschnitt, ja? Und vor allen Dingen weit auch über dem internationalen Durchschnitt. Und jetzt gucken Sie auf den mittleren Balken und da sehen Sie, dass diese graue Mittellinie, der Mittelwert, doch erheblich von der abweicht des Balkens auf der linken Seite. Hier haben wir die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Das heißt, vom Mittelwert gibt es schon Unterschiede. Ja, am Gymnasium ist eine höhere Kompetenzausprägung der Mathematik als in nicht-gymnasialen Schularten. Aber Sie sehen auch, dass die besten Schülerinnen und Schüler der nicht-gymnasialen Schularten über dem Mittelwert der gymnasialen Schulen liegen. Ja? Das heißt, wir haben so eine große Streuung in den Leistungen, dass man sich fragt, warum differenzieren wir überhaupt mit verschiedenen Schulformen? Ja? Also, das Bild zeigt sich übrigens genauso auch beim Lesen, in der Lesekompetenz. Was wir insgesamt sehen, sind eben Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen, also Mathematikkompetenz und Schulform. Ja? Wir haben auch einen ganz großen Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern. Ja? Und auch am Gymnasium, sehen Sie, gibt es einige, die erreichen nicht mal Kompetenzstufe 3. Wenn wir uns jetzt fragen, wie kommt es denn? Ja? Haben wir für das Lesen eine sehr gute Antwort gefunden. Was Sie hier sehen, ist der Zusammenhang zwischen Lesen und sozialer Herkunft. In der Mitte von den vier Feldern finden Sie den Durchschnittswert, ja, im Vergleich aller EU-Staaten und der OECD, der liegt sozusagen links daneben. Alle Länder, die links oben abgetragen sind in dem Quadranten, ja, die schaffen es, eine hohe Lesekompetenz in ihren Schulen zu erzeugen, wo der soziale Hintergrund keine Rolle spielt. Die Länder, die rechts oben abgetragen sind, die haben eine hohe Lesekompetenz, aber die ist stark davon abhängig, welchen sozialen Herkunft ich habe. Ja? Und wenn Sie sehen, ich weiß nicht, ob Sie sehen, Deutschland liegt so ungefähr in dem rechten Bereich an der Mittellinie, das heißt leicht unter dem internationalen Durchschnitt in der Lesekompetenz. Und der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und sozialer Herkunft ist sehr stark. Ja? Also alles, was sozusagen rechts von der Mitte sich bewegt, hat starken Zusammenhang zwischen Herkunft und Lesekompetenz. Und das betrifft eben neben Deutschland auch andere Länder wie Österreich zum Beispiel. Ja? Und wenn Sie auf Belgien gucken, da ist der Zusammenhang ganz stark. Die haben aber auch noch eine niedrig ausgeprägte Lesekompetenz. Also sie haben sozusagen ein doppeltes Problem. Ja? Und wenn Sie sich zum Beispiel die Russische Föderation angucken, die haben eine ganz hohe Lesekompetenz und da spielt die soziale Herkunft kaum eine Rolle. Und genauso ist das in Hongkong zum Beispiel, ja, oder auch bei den kanadischen Schülern. Also wir haben im internationalen Vergleich unterschiedliche Erklärungsfaktoren für die Lesekompetenz. Also das hängt ganz stark zusammen und das hat man in PISA ganz gut erforscht, ja, zum Beispiel darüber, wie viele Bücher gibt es im Haushalt, wie ist das Bildungsniveau und der Berufsstatus, was man hier findet. Es gibt auch noch einen Zusammenhang zwischen Leseleistung in Abhängigkeit davon, welche berufliche Position ich habe und da ist der Unterschied zwischen den Kindern tatsächlich bis zu einem Jahr. Ja? Und diese Unterschiede, die sind seit dem großen PISA-Aufschrei 2000 leider nicht kleiner geworden, ja? Sondern im Vergleich der letzten Studien sogar größer. Okay, so, die quantitativen Studien, die zeigen also,
die Bedeutung von Unterschieden quasi wie in einem Brennglas. Ja? Und was mache ich jetzt mit qualitativen Studien? Ja, im Gegenzug, qualitative Studien sind von ihrer Anlage anders. Ja? Die versuchen nicht so über klar abgrenzbare Merkmale und Kategorien, ja, Zusammenhänge zu finden, sondern sie gucken eher auf den gesamten Kontext. Hier nutzt man andere Methoden. Ja, PISA ist ganz klar ein Fragebogen, ja, wo Sie bestimmte Aufgaben lösen müssen. Hier sucht man eher andere Zugänge, wie zum Beispiel teilnehmende Beobachtungen, Protokolle, Transkripte etc. Ja? Was man damit gewinnt, ist, dass man Prozesse und Zusammenhänge rekonstruieren kann. Ja? Also wie kommt Heterogenität innerhalb einer Schulklasse zum Beispiel zustande? Welche Zuschreibungen gibt es zum Beispiel von Lehrpersonen? Ja? Also wie entsteht eigentlich die immer wiederkehrende Reproduktion von Ungleichheit? So, das überspringe ich jetzt mal. Um das abzuschließen, dass wir noch Zeit haben für die Wiederholung. Also Heterogenität, habe ich schon gesagt, ja, ist eine Herausforderung für alle pädagogischen Professionen. Ja. Es geht immer darum, Heterogenität überhaupt anzuerkennen, ja, und dann entsprechend auch zu handeln, damit Nachteile auch ausgeglichen werden. Und das erfordert natürlich in erster Linie einen hohen Grad an Reflexionen, ja, dass ich mich frei mache, auch von einer wie auch immer gesetzten Norm oder wie das in der Literatur heißt, das Othering, das heißt, dass ich erkläre mich quasi zur Norm oder das, wie ich denke, und die anderen eben quasi zum Rest der Gruppe, die von der Norm abweicht. So, dann nutzen wir mal die verbleibende Zeit für die Wiederholung. Ich konzentriere mich auf den Anfang der Vorlesung und würde mit Ihnen gerne nochmal so in den Gegenstandsbereich gucken und den Erkenntnisgewinn und die Forschungsmethoden, wo ich richtig in Erinnerung habe, dass das nicht zu Ihren Lieblingsthemen gehört. Aber ich kann mich auch täuschen. Deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie mal auf Menti gehen. So, beantworten Sie doch mal die Frage. Ich kenne mich aus und kann erklären, was Pädagogik ist, welche Subdisziplinen, Fachrichtungen, Praxisfelder in der Erziehungswissenschaft existieren, welche Themengebiete Pädagogik umfasst, welche Menschenbilder in der Pädagogik vertreten sind und wie sich der Zusammenhang zwischen Menschenbild und Aufgaben der Pädagogik darstellt. Sie können sagen, eins, ich habe überhaupt keine Ahnung, zwei, teils, teils oder drei, ich bin top aufgestellt. Ja, so an dem generellen Stimmungsbild ändert sich scheinbar wenig. Okay, ist auch alles ganz schön lange her, ja, verstehe ich auch. Ich zeige Ihnen jetzt gleich nochmal zu dem Themengebiet auch so die wichtigsten Zusammenfassung. Ja. Das ist aber tatsächlich möglich zu verstehen als eine Zusammenfassung. Also das könnte jetzt verkürzt sein. Wenn Sie also heute das erste Mal hier sind oder sich nie mehr damit beschäftigt haben, kann es sein, dass Ihnen das völlig neu erscheint. Ja. Das heißt, Sie müssten die betreffenden Folien sich auch nochmal angucken. Ja. Oder vielleicht auch mal einen Text lesen. So. Okay, dann gucken wir mal auf die einzelnen Aspekte. Also, was habe ich gesagt zur Pädagogik allgemein? Da war ja eben bekundet, ja, das weiß ich eigentlich ungefähr so ganz gut. Ja, da haben wir angefangen in der Antike, ja, was hat da Pädagogik für eine Rolle gespielt? Dann sind wir so durch größere geschichtliche Epochen durchgegangen. Ich meine jetzt nicht die Epochen der Pädagogik, sondern was in der Antike passiert, dann im Mittelalter und so weiter und haben uns das angeguckt. Ja. Wenn wir eher auf die Erziehungswissenschaft als sozialwissenschaftliche Disziplin gucken, dann ist es eher eine junge Disziplin. Ja? Und Pädagogik und Erziehungswissenschaft wird häufig synonym gebraucht. Das wäre auch noch wichtig zu merken. Ja? Pädagogik, das wäre jetzt eine zentrale Definition, ist also eine theoretisch fundierte Reflexions- und Erfahrungswissenschaft auf der einen Seite, eine Handlungswissenschaft auf der anderen Seite. Und es geht immer um pädagogische Vorgänge, Erziehung, Bildung, Lernen, Sozialisation. Da müsste was bei Ihnen klingeln, das sind nämlich die Säulen der Pädagogik, die zu einem späteren Zeitpunkt dann ja auch wiederkommen. Ja? Und es geht sozusagen darum,
pädagogische Vorgänge zu verbessern und Handlungswissen für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Ja, also es ist im Prinzip so ein Spagat zwischen Theorie und Praxis, den die Pädagogik da auch bewältigt. So, eine Klausuraufgabe könnte sein, zeichnen Sie ein Mindmap, vielleicht klingelt es da wieder bei Ihnen, aus dem jeweils mindestens 3 Subdisziplinen, Fachrichtungen, Praxisfelder der Pädagogik, Erziehungswissenschaft hervorgehen. Das wäre so eine Aufgabe, die Sie haben. Ja. Das heißt, Sie müssen sich das nicht alles merken und auswendig lernen, sondern wenn Sie jemand fragt, was ist denn Pädagogik, müssen Sie sagen, okay, es gibt verschiedene Subdisziplinen, sowas wie Sozialpädagogik, Berufspädagogik oder Schulpädagogik. Und dann gibt es nochmal verschiedene Fachrichtungen, ja, innerhalb dieser, ja, oder eben auch außerhalb angesiedelt. Und es gibt verschiedene Praxisfelder. Schule, Verkehrserziehung, Umwelterziehung und so weiter. Ja, also versuchen Sie sich immer vorzustellen, Sie erklären das jemandem. Ja? Dann merkt man sich das einfach. Versuchen Sie bitte nicht, solche Schemata auswendig zu lernen. Also das wird zu nichts führen. So, eine Aufgabe könnte sein, beschreiben Sie 3 der 4 Themengebiete. Ja? Das wird unterschiedlich gesehen. Ja, also ich würde mich jetzt quasi an diese Übersicht halten, ja, weil die immer wieder in der Literatur auch produziert wird, weil die allgemeine Pädagogik auch wieder einen spezifischen Fragenkanon hat, ja, quasi innerhalb ihrer Teildisziplin, ja, den andere nicht haben, ne, der aber nicht für alle allgemein gültig ist. Ja. Wenn Sie es hier sehen, ist es sozusagen ein Bereich. Ne. Okay. Eine Aufgabe wäre, beschreiben Sie 3 der 4 Themengebiete der Pädagogik. So, wer weiß noch, was die Themengebiete sind? Okay, so. Erziehungs- und Unterrichtsprozesse der Gegenwart und Vergangenheit, Werte, Normen, Interessen, Ziele, Methoden der Erziehung, Wirkung von Erziehungsproblemen, gesellschaftliche Entwicklung und Erziehung. Das waren die Themengebiete und darüber hatten wir gesprochen, brauchen wir hier natürlich auch die anderen Disziplinen, die uns helfen, diese Themengebiete entsprechend auszuleuchten. So. Also, wenn Sie wenigstens 3 wissen, womit sich die Pädagogik beschäftigt, dann ist das schon mal gut. Okay, jetzt wird es spannend, jetzt eine Zuordnungsfrage. Ordnen Sie Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben zu. Ich bin jetzt bei den Menschenbildern. Es gab eins, das hieß, das Kind ist von Natur aus eine Tabula rasa. Vielleicht weiß das noch jemand. Es gab eins, das hieß, das Kind ist von Natur aus böse. Das Kind ist von Natur aus gut und oftmals nur durch falsche Erziehung in seiner natürlichen Neugier beeinträchtigt. So, jetzt würde ich gerne wissen, wozu gehören denn diese Menschenbilder? Welches gehört zu Thomas Hobbes? Welches gehört zu Rousseau? Welches gehört zu John Locke? So, und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, weil wir brauchen ja noch den kleinen Buchstaben. Es gab so einen Roman, Emil, wo dieses Menschenbild ganz deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Wozu gehört es? Die Aussage, es entwickelt sich, also das Kind, je nach Umwelteinfluss unterschiedlich. Wozu gehört das? Und es muss durch Erziehung erst für die Gesellschaft gefügig gemacht werden. Wer will sich mal versuchen? Ja. Ich würde sagen, Rousseau ist, also das Kind ist von Natur aus, nein, C. Ja. Das Kind ist von Natur aus gut und die Emil dazu. Ja. Und dann John Locke, das Kind ist von Natur aus eine Tabula rasa und es entwickelt sich in der Umwelt. Und Hobbes, das Kind ist von Natur aus böse und es muss gefügt werden. Wir lösen auf. So, da haben Sie es. Ja, also Thomas Hobbes sagt, das Kind ist von Natur aus böse. Ja, das muss man quasi erstmal formen. Ja, da haben Sie, wenn Sie noch dran denken, diese Erziehungsbilder, ja,
der Handwerker und der Gärtner. Ja? Also Rousseau ist ja eher so der Gärtner, ne? Und Hobbes ist eher sozusagen der Handwerker. Ja? Und genauso John Locke, ja? Der sagt, okay, es ist ein unbeschriebenes Blatt, eine Tabula rasa. Ja? Okay, also wenn Sie das so im Kopf haben, dann müssen Sie einfach zuordnen und dann klappt es. So, dann würde ich Sie fragen, wie lässt sich der Zusammenhang von Menschenbildern und Pädagogik und den Aufgaben der Pädagogik darstellen? Nennen Sie konkrete Beispiele. So. Und dann hätten Sie so zwei leere Felder und müssten Sie jetzt überlegen, okay, jetzt habe ich diese bestimmten Menschenbilder, wie komme ich jetzt von diesem Menschenbild zu den Aufgaben der Pädagogik? Ja, also welchen Zusammenhang gibt es denn da? Und der Zusammenhang ist ganz einfach. Aus den Menschenbildern heraus bestimmen sich die Dimensionen des Menschen, also die den Menschen ausmachen, natürlich mit einer spezifischen Sicht. Wenn ich meine, das Kind ist von Natur aus böse, habe ich eine ganz spezifische Sicht auf Emotionen, auf das, was im Kopf passiert, auf das, wie sich der Körper entwickelt und so weiter. Ja? Dann leite ich dann natürlich auch je spezifisch Bedürfnisse des Menschen ab. Ist es Autonomie, ja, Erlebnisse, Lernen, Bewegung, Anerkennung und Werte. Ja? Die sind natürlich sozusagen an diese Dimensionen geknüpft. Und dann komme ich natürlich auch auf meine Aufgaben. Was ist denn die Aufgabe von Pädagogik? Förderung von Handlung, also von Aktivität, von Verstehen, von Gefühlen, von Werten, von Kultur. Ja? So hängen die Dinge zusammen. Ja? Also es ist wichtig, dass man den Zusammenhang sagt. Ja? Dass sie im Kopf haben, okay, es gibt ein bestimmtes Menschenbild und aus diesem Menschenbild heraus gucke ich auf Dimensionen von Menschen, die sind ja immer da, ja, egal welches Menschenbild ich habe. Aber ich habe natürlich eine bestimmte Sicht auf diese Dimension und leite dann natürlich auch die Bedürfnisse ab. Ja. Wenn ich der Meinung bin, das Kind muss sich frei entwickeln, geht es mir natürlich in erster Linie darum, Autonomie zu fördern. Ja. Also aktives, selbstständiges Handeln. Okay, so, nochmal. Also wieder wie eben, ja. Wie gut wissen Sie Bescheid und können erklären, welche drei Schulen die wissenschaftstheoretischen Zugänge zur Erziehungswissenschaft markieren? Kennen Sie Grundannahmen, Vertreter und kritische Aspekte? Wissen Sie, wie ein Forschungsprozess abläuft? Und wissen Sie, an welchen Forschungsmethoden sich die jeweiligen erziehungswissenschaftlichen Schulen orientieren? Okay, das passt zu dem, was Sie letzte Woche angegeben haben, dass das wohl nicht so Ihre Lieblingsthemen sind. Ja. An der Stelle gleich nochmal die Bitte, an der noch offenen Umfrage teilzunehmen, die Florian Tesch freundlicherweise zusammengestellt hat, damit wir so ein Gefühl kriegen dafür, was wirklich so nicht so Ihre Lieblingsthemen sind. Ja. Dann werde ich ja natürlich nicht die ganze Klausur mit diesem Thema füllen. Ja. Wir haben eine gewisse Bandbreite. Aber ich versuche das entsprechend, Ihre Interessen auch zu gewichten. Das heißt nicht, dass ich gar keine Fragen dann nehme, aber ich versuche es mal in Grenzen zu halten. Ja? Wir können ja immer über alles reden. So, okay, ja, das ist das Bild. Ich wiederhole es trotzdem in aller Kürze und dann sind Sie entlassen. Das sind die Schulen der Pädagogik, wer es nicht mehr weiß. Ja, geisteswissenschaftliche Pädagogik, empirische Erziehungswissenschaft und kritische Erziehungswissenschaft. Ja, das waren die drei. Und die Frage, die davon ausgeht, ist immer die, wie Pädagogik als Wissenschaft gesehen wird. Und die wird es eben aus diesen drei Richtungen jeweils unterschiedlich gesehen. Ja? Und die Ziele sind andere, ja, die quasi in dem Zugang zur Erziehungswissenschaft verfolgt werden und natürlich auch die Methoden. So, das spare ich mir jetzt mal, das können Sie nochmal lesen. Ja, das ist im Prinzip nur das zusammengefasst, was die geisteswissenschaftliche Pädagogik ausmacht, ja, was man so im Kopf haben muss, ganz stark am Praxis orientiert. Kommen Sie nochmal eben zur Ruhe, ich bin gleich fertig. Ja. Praxis ist sozusagen das dominante Moment. Ja. Es geht immer darum, Erziehungswissenschaft, Erziehungswirklichkeit zu verstehen aus einem historischen Kontext. Ja. Das Verstehen ist sozusagen der zentrale Zugang.
Die geisteswissenschaftliche Pädagogik ist stark in die Kritik geraten, weil sie nach dem Dritten Reich quasi nahtlos wieder an ihre Konzepte angeknüpft hat und sich selbst wenig kritische Rückfragen zu ihrer Rolle in der Zeit des Dritten Reiches gestellt hat. So, die empirische Erziehungswissenschaft, arbeitet anders, ja. Sie versucht sozusagen Hypothesen zu erstellen und diese zu prüfen, also im Sinne einer Wenn-Dann-Logik, um eben Pädagogik quasi zu erklären, ja, und sagt, das, was wir rausfinden, ja, das ist die eine Sache, was ihr jetzt quasi damit macht, das geht uns nichts mehr an. Ja? Also wir sind nicht dafür da, sozusagen diese, ob diese Ergebnisse jetzt positiv oder negativ gebraucht werden. Das hat natürlich der empirischen Erziehungswissenschaft auch Kritik eingebracht. Es geht ja immer um die Verantwortung auch des, des Umgangs mit dem gewonnenen Wissen. Und die kritische Erziehungswissenschaft, das blätter ich jetzt mal so auf, ist ja so aus der Idee geboren, dass Pädagogik zur Mündigkeit erziehen soll, also Autonomie, Emanzipation steht so sehr stark im Mittelpunkt und das gilt eben auch für die Wissenschaft an sich, ja, nicht nur Pädagogik als Handlung, ja, sondern auch für die Wissenschaft an sich. Theorie muss immer auch kritische Theorie sein. Ja, also es ist eine andere Art, als es eben in der empirischen und der geisteswissenschaftlichen Zugängen der Fall ist. So, ich würde Ihnen so eine Aufgabe geben wie, ordnen Sie zu. Jetzt haben Sie hier so zentrale Begriffe, ja, die Sie eben kennengelernt haben. Dann würde ich sagen, Sie müssen jetzt quasi die Erklärung richtig zuordnen. Dann müssen Sie die jeweiligen Methoden zuordnen können und dann die Instrumente, mit denen geforscht wird und vielleicht noch die eine oder andere Studie. Das haben wir alles besprochen und am Ende sieht es dann so aus, ja, dass Sie hier im Kopf haben, es gibt diese drei Schulen, die haben einen spezifischen Hintergrund und unterschiedliche forschungsmethodische Zugänge und Instrumente, die genutzt werden. Und vielleicht nochmal eben zurück. Die Sinus-Milieu-Studie hatte ich Ihnen ja eben gezeigt, ja, ist natürlich eine Forschungsmethode, die qualitativ arbeitet über Tagebuchaufzeichnungen, ist eher der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zuzuordnen. World Vision Kinderstudie arbeitet ganz stark quantitativ, gehört sozusagen zur empirischen Erziehungswissenschaft. Und dann hatte ich Ihnen mal eine Studie vorgestellt, wo es auch so um Einstellungen von Medien ging. Ja? Oder man könnte auch sagen, ich möchte gerne die Interaktion einer Wohngruppe untersuchen. Da würde ich natürlich mit der teilnehmenden Beobachtung eher qualitativ rangehen. Und das ist dann die kritische Erziehungswissenschaft. Okay, so. Zu diesem Themenkomplex gab es eine Take-Home-Message, die habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Also verschiedene wissenschaftstheoretische Schulen, ja, hier habe ich Ihnen nochmal aufgeschrieben, was der Kern dieser einzelnen wissenschaftlichen Schulen ist. Und wenn Sie das im Kopf haben, also wenn Sie wissen, was die eigentlich wollen, aus Ihrer jeweiligen wissenschaftstheoretischen Perspektive, dann verstehen Sie auch, welche empirischen Zugänge die nutzen. Ja. Wichtig wäre auch, das im Kopf behalten, heute grenzt man sich gar nicht mehr so stark ab, sondern versucht eben qualitative und quantitative Forschung entsprechend zusammenzufügen. Okay, so, letzter Punkt. Sie würden so ein Bild bekommen in der Klausur und müssten in diese Felder die 6 Schritte eines Forschungsprozesses aufschreiben. Also, wie forsche ich? Ja? Es ist eigentlich relativ logisch. Ich brauche erstmal eine Fragestellung. Ja? Dann überlege ich mir, wie will ich jetzt an diese Fragestellung herangehen? Was habe ich denn für ein Design? Ja? Dann versuche ich mir zu überlegen, wie ich denn die bestimmten Merkmale messen möchte, wie mein Feldzugang aussieht. Dann habe ich irgendwie Daten gewonnen, die muss ich aufbereiten und präsentieren und dann sollten die Daten auch den Weg in die pädagogische Praxis finden. Das sind die Forschungsmethoden und eben der Weg im Forschungsprozess. Das war's.
So, okay. Wenn Sie Fragen haben, können wir die beim nächsten Mal noch eben kurz aufgreifen. Das nächste Mal würde ich kurz in das Thema Gender einführen, als zweite große Herausforderung der Pädagogik und dann den zweiten Teil wiederholen. Das sind dann die Epochen der Pädagogik. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.